Am Samstag, dem 1. Februar, reist der BC Farmers of Marburg zum Herner TC. In der Tabelle der ersten Bundesliga liegen die Hessinnen auf Rang 4, genau einen Sieg vor dem Tabellensiebten. Das Hinspiel in Marburg gewann aber Herne mit 82:76. Was erwartet der BC-Trainer Patrick Unger von der Partie im Pott? Wir wissen, wie es im Hinspiel war. Wir haben Herne hier zu Hause gegen Herne ganz, ganz unglücklich verloren. Ich glaube, jeder der Mädels ist heiß drauf, nach Herne zu fahren und die 2 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Ich ganz besonders, aber wenn ich in die Gesichter der Mädels gucke und wenn wir Herne ansprechen, ist das genauso. Und ja, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel für uns. Herne hat ein unglaublich gutes Team, ein unglaublich ausgeglichenes Team. Mit Davis auf dem Point Guard, mit Flasarova, der unglaublich gute 3-Punkte-Schützerin, mit Lisa Kopen, Nationalspielerin, die wir allzu gut kennen wollen. Teja Wright ist zurück, das wird ein ganz interessantes Matchup. Wir wissen nicht, wie beide zusammenspielen, das haben wir im Hinspiel nicht gehabt und haben trotzdem verloren. Also ich glaube, Herne ist ein heißes Team momentan. Jetzt, wenn sie gegen Halle gewonnen haben, dann natürlich auch auf einer Euphoriewelle. Aber wir haben heute auch gesehen, dass wir Euphoriewelle noch stoppen können und das werden wir versuchen.